Thema, wir vorschlagen Incerteza Viva, was ich vielleicht zu übersetzen lässt wie lebendige Ungewissheit oder hochlebende Ungewissheit. Die Idee war, dass man in einem Moment, in dem wir nicht nur in Brasilien, aber auch in, glaube ich, in der ganzen Welt in einer Situation sind, wo bestimmte Dinge, die wir als gegeben angenommen haben, vielleicht sich nicht mehr so verteidigen lassen. Und diese Sensation der Ungewissheit ist irgendwie was, was wir wichtig fanden, dass man darüber spricht. Dass im Gegensatz zu anderen, so wie die Politik drüber spricht oder wie Medien drüber sprechen, dass eigentlich Ungewissheit eher umgehen wird und man sich eher mit Gewissheiten gegenseitig verteidigt oder bekämpft. Und dass vielleicht das Wichtige ist, einen Ort zu finden, wo man über Ungewissheit und über dieses Gefühl des Nichtwissens, wie es weitergeht oder Nichtwissen, wo man herkommt, dass man darüber spricht. Und es gibt natürlich keinen besseren Ort als die Kunst, darüber zu sprechen. Weil Kunst irgendwie nicht nur bildende Kunst, sondern alle Künste eigentlich über die Idee des Nichtwissens, des Unbekannten, des Improvisierten, der Chance, des Zufalls sowieso immer gearbeitet haben. Wie kann man mit Ungewissheit leben und wie kann man sie zum Thema machen? Und vielleicht in einer Situation, in der vor allem Brasilien in einer politischen Ungewissheit ist und die letzten 18 Monate wirklich durch eine schwere Krise, politische und ökonomische Krise gegangen ist. Wie kann man da vielleicht ab von der Kunst ausgehen im Ungewissheitsthema? Und dementsprechend wird es wichtig, darüber nachzudenken, dass Brasilien eben auch ein Land ist, wo so viele verschiedene indigene Kulturen präsent sind und die alle eine Tradition haben, alle eine Erklärung haben, wie die Welt entstanden ist und wo die Welt hingeht. Und ich glaube, es ist klar geworden, dass wir mit unseren westlichen Wissensformen nicht mehr auskommen. Dass die wissenschaftliche Form, Dinge zu erklären, einfach nicht genug sind, dass man dann verschiedene spirituelle Wissensformen oder körperliche Wissensformen oder Urformen irgendwie eben auch braucht. Und dementsprechend war es uns sehr wichtig, darüber nachzudenken und das auch in die Ausstellung zu bringen. Deswegen sind verschiedene indigene Kulturen sehr präsent in der Ausstellung und nicht unbedingt in der Idee, dass man indianische Künstler als individuelle Künstler neben Künstlern aus der ganzen Welt ausstellt. Das haben wir in dem Fall nicht gemacht, sondern wir haben uns dafür entschieden, eben das Thema der indigenen Kulturen zum Thema zu machen und dann zum Beispiel mit einem Kollektiv zusammenzuarbeiten, wie Video Nas Aldeias, die eben seit 30 Jahren wahrscheinlich das größte Archiv indigener Filmproduzenten, Filmproduktionen in Brasilien gegründet haben und aufgebaut haben. Und das hat eine relativ zentrale Rolle in der Ausstellung. Und dementsprechend sind es eben über 81 indigene Filmemacher, die dort mit ihren Arbeiten und ihren Dokumentarfilmen und Fiktionen und historischen Rekonstruktionen sichtbar werden. Und leider ist Brasilien aber noch nicht in einem Punkt, wo man sagen könnte, dass wie zum Beispiel Kanada oder Australien, wo Künstler auch mit indigener Herkunft eigentlich ganz integriert oder relativ integriert sind in die Diskussion. Das ist in Brasilien noch nicht der Fall. Und dementsprechend geht es vor allem um Sichtbarkeit. Ich glaube, dass die São Paulo Biennale hat in den letzten 15 Jahren so ein bisschen ihre Funktion verschoben. Während vor 15 Jahren war es noch ganz klar, dass sie irgendwie so das Hauptfenster zur Welt war. Wo alle irgendwie, wo man Kunst aus der ganzen Welt sehen wollte in Brasilien, war es in der São Paulo Biennale. Wenn man irgendwie brasilianische Kunst in einem internationalen Kontext sehen wollte, war es auch die Biennale. Jetzt sind natürlich brasilianische Künstler viel mehr sichtbar in der ganzen Welt, aber es sind auch andere brasilianische Institutionen, können internationale Kunst zeigen und Künstler aus der ganzen Welt einladen und hier Ausstellungen produzieren. Und dementsprechend ist diese Idee des Fensters ist nicht mehr die Hauptrolle der Biennale. Und das heißt auch, dass die Biennale vielleicht die Repräsentation, diese Idee der Repräsentation, was passiert in der ganzen Welt, irgendwie nicht mehr so in den Mittelpunkt stellen muss und dafür aber vielleicht sich als eine Plattform verstehen kann, in der bestimmte geopolitische Fragen diskutiert werden können und wo vielleicht auch eine Sicht aus dem Süden angeboten werden kann, die eben, und da haben wir uns dafür entschieden, dass es eben eine relativ starke brasilianische, südamerikanische und afrikanische Präsenz hat. Und dementsprechend glaube ich, ist es so eine, dass zumindest die 32. São Paulo Biennale jetzt eine schon wirklich bewusst eher eine südliche Diskussion führt und auch eine klare Wurzeln in der brasilianischen Fragestellung, in der brasilianischen Kunst und Kultur, dass das sichtbar wird. Wenn man zum Beispiel die vier Themen, die ganz wichtig waren für das Projekt,
wahrnehmen. Ökologie, Erziehung oder verschiedene Formen des Wissens, verschiedene historische Erzählungen und Kosmologien. Und dann haben wir uns überlegt, wo zum Beispiel, wie kann man über einen Ort finden, um über Ökologie in Brasilien zu sprechen? Sicherlich nicht im Auditorium mitten im Parque Ibirapuera, wo die Biennale stattfindet, sondern dass es eigentlich interessanter ist, dorthin zu gehen, wo die Diskussion wirklich wichtig oder präsent ist. In den Staat in Mato Grosso, in Cuiabá, wo das Bioma der brasilianischen Savanne gerade zerstört wird, um eben Soja für die Welt anzubauen. Und dementsprechend ist das ein Ort, wo viele indianische Kulturen vertrieben werden, ausgelöscht werden. Und dementsprechend ist es uns wichtig, dorthin zu gehen, um über all diese Themen zu sprechen. Das Gleichgewicht, das Ungleichgewicht, der Verlust kultureller und natureller Vielfalt. Oder wir gehen nach Afrika, in Accra, um über Geschichte zu sprechen und darüber nachzudenken, wie zum Beispiel die westafrikanische Küste und Brasilien verbunden sind. Aber wie die Geschichte eigentlich zwischen den beiden Regionen viel komplexer ist als nur die Geschichte der Sklaverei. Und es war uns wichtig, eben über die Komplexheit zu sprechen, die Komplexität, die Vielschichtigkeit historischer Erzählungen. Und in Lamas, im hohen Amazon in Peru, haben wir mit 3 Quechua-Lamas-Gemeinden zusammengearbeitet, um eben über Wissensformen und nachzudenken und darüber zu forschen. Oder in Chile, in Santiago de Chile, die sich oft als am Ende der Welt verstehen, aber immer wo ein Ende ist, auch ein Anfang. Dementsprechend fanden wir es gut, dort über Kosmologien zu sprechen, über Ideen, wie man vielleicht verschiedene Formen der Weltentstehung und Weltschöpfung darüber zu sprechen. One day the victim standing with your back to the wall, the next thing you know, you're the aggressor.